Weiße Schuld, das ist der Titel meines neuen Romanes und weiße Schuld erscheint erstmal wie ein Widerspruch in sich selbst, denn mit Schuld assoziiert man Dunkelheit. Dunkel ist allerdings die Geschichte, in die die junge Journalistin Charlotte Frank, die eben frisch in Nairobi angekommen ist, gezogen wird. Denn in einem Slum stößt sie auf den verstümmelten Leichnam eines Albinos und erfährt, dass diese Menschen in Ostafrika gejagt und getötet werden, denn ihre Körperteile dienen einer mächtig schwarzen Magie. Als ein erfolgreicher Geschäftsmann dann noch bekannt gibt, ein Albino-Zwillingspärchen adoptieren zu wollen und diese Mädchen von ihrem Stamm als Gotteskinder verehrt werden, wird Charlotte misstrauisch und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie gerät dabei in einen Sog von Glauben und Aberglauben, von Furcht und Ehrfurcht und muss, um diese beiden Kinder zu retten, ihre ureigenen Ängste überkommen. Weiße Schuld ist mein erster Krimi oder mein erster echter Krimi, wenn man so möchte, denn bereits meine vorhergehenden Romane, Die Schwestern der Roten Sonne und Die Löwin von Kilima, die ebenfalls im Heine Verlag erschienen sind, beinhalteten sehr starke kriminalistische Elemente. Insofern ist Weiße Schuld eine natürliche Entwicklung in meinem Werk und Whodunit ist natürlich eine der großen Fragen der Weltliteratur und ich hoffe, dass es Ihnen im Falle von Weiße Schuld erst sehr spät gelingt, sie zu beantworten. Ich bin selber in Kenia geboren und aufgewachsen, schreibe als Journalistin viel über Afrika und weiß so schon sehr lange um das traurige Los der Albinos, die vor allen Dingen in Tansania, aber zunehmend auch in Kenia um ihr Leben fürchten müssen. Insofern hoffe ich, dass Weiße Schuld auch zu mehr Wissen und Aufklärung beitragen kann, denn Unwissen bedeutet Vorurteile, die in diesem Falle tödlich sind.